ATIs. Vielleicht hast du von ATIs schon mal was gehört. Wenn nicht, ist dieses Video wirklich wichtig für dich. So viele haben 2024 noch nicht gecheckt, was es mit Getreide auf sich hat, weil es niemand verrät. Denn alle reden über Gluten, aber worüber niemand redet, ist der zweite Stoff, der in den gängigen Getreidearten enthalten ist und der viel, viel schwieriger zu neutralisieren ist und der viel weitreichendere Auswirkungen auf den ganzen Körper hat. Also, wenn du dich wunderst, dass es irgendwie schwierig ist, das Bauchfett loszuwerden, Muskeln aufzubauen, du vielleicht sogar an Autoimmunerkrankungen leidest, ständig müde oder abgeschlagen bist oder dich einfach nur gesund ernähren willst und möchtest, dass du nicht schnell alterst, sondern lange fit und gesund bist, dann ist das Video für dich. Wir gehen jetzt mal ganz schnell und zügig darauf ein, was beim Getreide zu beachten ist. Also, wir haben erstmal ganz kurz die Glutenproblematik. Weizen, Roggen, Gerste und auch Hafer in kleinen Mengen enthalten Gluten und Gluten. Ja, ist eben auf Darmebene kritisch. Ja, das kann zu Entzündungen im Darm führen, die sich irgendwann auf den ganzen Körper ausbreiten, insulinresistent machen. Und naja, wenn du insulinresistent bist, dann wird es schwer, Muskeln aufzubauen, Fett zu verbrennen. Dann bist du halt ständig müde, alles funktioniert nicht richtig und nimmst immer mehr am Bauch zu. Und die Entzündungen tun ihr Übriges dazu und machen dich träge, müde, abgeschlagen. Also, das ist natürlich etwas, was durch Gluten entstehen kann. Nur, jetzt sagen ja viele, ich habe gar keine Zöliakie. Zöliakie ist auch eine extreme Glutenintoleranz. Es gibt aber Nuancen. Es gibt nur Glutensensitivität, eine Glutenunverträglichkeit, eine Zöliakie. Manche Leute reagieren zum Beispiel empfindlich auf den Glutenkonsum und zwar recht zügig. Die kriegen schlechte Haut, die kriegen einen Kater, die kriegen Pickel, die kriegen Durchfall. Weiß auch immer, wie sich das dann äußert. Manche merken gar nichts. Die essen Gluten und alles easy, gute Verdauung, alles passt. Was die aber nicht merken, ist, wie sich die Entzündungen langsam im Körper ausbreiten. Die wundern sich dann eben über die Weizenwampe oder darüber, dass sie ständig müde abgeschlagen sind oder öfter krank werden. Vielleicht sogar Heuschnupfen oder irgendwelche anderen Problematiken kriegen und bringen das gar nicht mit Gluten in Verbindung. Tatsächlich gibt es aber auch wirklich ein paar Menschen, die Gluten ernsthaft vertragen. Die haben dann Enzyme, die das anfallende Gliadin neutralisieren können. Beziehungsweise Gliadin ist ja nur das klassische Prolamin vom Weizen. Das sind Proteine, die einfach die entsprechenden Immunreaktionen im Körper auslösen können. Und diese paar wenigen Menschen vertragen Gluten super. In der Praxis muss ich dir aber sagen, viele Menschen denken, sie würden Gluten vertragen und merken einfach nur nicht, wie es sie zerstört. Viel spannender ist aber der Faktor ATIs. Vielleicht hast du von ATIs schon mal was gehört. Wenn nicht, ist dieses Video wirklich wichtig für dich. Gluten ist erstmal nur auf Darmebene aktiv, öffnet da die Tight Junctions, also zerstört die Darmbarrieren und das ganze Entzündungsgeschehen beginnt im Darm und breitet sich dann möglicherweise über den Körper aus. Bei den ATIs hingegen sieht es sehr viel kritischer aus. Das sind auch Proteine, die im Weizen enthalten sind. Allerdings, und das ist der große Unterschied, wirken die nicht nur auf Darmebene entzündlich, zusätzlich zum Gluten, sondern die wirken direkt im ganzen Körper. Die können zum Beispiel Entzündungen in Organen verstärken, in der Leber, in der Lunge, also leichte latente Entzündungen dann wirklich ausufern lassen. Die können auch Entzündungen im Nervensystem auslösen und verstärken. Also jeder, der Autoimmunproblematiken hat oder der öfter Brain Fog hat, öfter müde ist, öfter abgeschlagen ist, sollte spätestens jetzt aufmerksam werden, denn zum Beispiel in der aktuellen Multiple Sklerose-Forschung, da wird sehr viel mit ATIs geforscht und es werden immer mehr bessere Ergebnisse erzielt, wenn dort zum Beispiel ATIs eliminiert werden. Wo sind ATIs enthalten? Naja, blöderweise überall, wo Gluten enthalten ist. Es gibt eine recht interessante Untersuchung, da wurden 32 Leute, die eine Weizenunverträglichkeit haben, mit einer Weizensorte gefüttert, die zwar Gluten hat, aber weniger ATIs. Ja, da gibt es Differenzen. Weizen oder verschiedene Getreidesorten enthalten unterschiedlich viele ATIs. Und von diesen 32 Leuten haben 29 das ATI-reduzierte Getreide vertragen bei der einmaligen Gabe. Das heißt jetzt nicht, dass die das grundsätzlich vertragen, sondern es kann halt sein, dass natürlich das Gluten, wenn sie es jetzt jeden Tag essen würden, trotzdem ihnen nicht bekäme. Wenn du einmal ein Bier trinkst, merkst du nichts, aber wenn du jeden Tag einmal ein Bier trinkst, dann macht das schon einen Unterschied. Oder wenn du jeden Tag zwei trinkst. Ne? Das ist ja immer eine Frage der Frequenz und der Dosierung. Also, ATIs können für viele noch kritischer sein als das Gluten. Und das Problem ist, dass wir ATIs nicht reduziert bekommen. Möglicherweise bei einer richtigen Behandlung kann der ATI-Gehalt durch die Fermentation von einem Teig zu Sauerteig etwas reduziert werden. Es gibt auch Getreide, und das kann halt zum Beispiel Weizensorten, 85 verschiedene Weizensorten wurden in der gerade genannten Studie übrigens getestet. Es gibt Weizensorten, die weniger ATIs enthalten. Es gibt Roggensorten, die halt enthalten weniger. Es gibt wiederum welche, die enthalten mehr. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass immer Weizen viele ATIs hat, immer Roggen viele ATIs hat. Es kommt
wirklich auf die Sorte innerhalb des Getreides an. Und man kann es so auch echt schwer herausfinden. Goldritter hieß übrigens der Weizen mit den ganz wenigen ATIs. Also, ATIs wirken entzündlich im Nervensystem. Das bedeutet für viele, viele, viele Autoimmunerkrankungen, dass sie dadurch getriggert werden können oder verstärkt oder verschlimmert werden können. Es bedeutet auch bei neuroinflammativen Erkrankungen wie Demenz oder auch Depressionen, dass es dadurch verschlimmert werden kann. Also, wir haben da einen Stoff, über den niemand spricht, aber der extrem destruktiv sein kann. Wenn du jetzt denkst oder mal sagst, hey, da würdest du gerne mal angreifen, was kannst du machen? Disclaimer, das hier ist keine medizinische Beratung, kein Video zur Selbstdiagnose. Es ist einfach nur, eine Idee auf Grundlage der aktuellen Forschungslage und aufgrund aktueller medizinischer Erkenntnisse, die meisten Hausärzte leider überhaupt nicht haben, weil sie sich nicht mit diesen Themen beschäftigen. Also, eine Idee ist, mal 1 bis 3 Monate wirklich Gluten und ATIs, also das meiste Getreide, kompromisslos zu eliminieren. Ja, zum Beispiel jetzt Reis, Mais und Hirse, die enthalten das nicht. Die enthalten theoretisch auch ähnliche Proteine, aber die sind immunologisch unbedenklich. Reis, Mais, Hirse kannst du zum Beispiel essen. Und es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt ein tolles Saatenbrot bei Penny, bei DM, bei Rewe, das kein Gluten enthält und keine von diesen Stoffen. Also ein Bananenbrotrezept im Internet, da wirst du viel, viel, viel finden. Auch bei mir im Blog übrigens. Ich verlinke dir den Blog unter dem Video. Schau doch mal, was passiert. Oder ich darf diese Empfehlung nicht geben. Möglicherweise möchtest du mal schauen, was passiert, wenn du 1 bis 3 Monate kein Gluten, keine ATIs zu dir nimmst. Und wenn du es ganz besonders gut machen willst, kombinierst du das zum Beispiel mit einer entzündungsregulierenden Ernährung oder einer darmsanierenden Ernährung. Ich markiere dir zu Darm und Entzündungen einen Blogartikel von mir. Der ist sehr umfangreich und wird dich sehr und sehr vollständig und wird dir sehr weiterhelfen. Und ich markiere dir auch mal die Top 5 Supplemente gegen Entzündungen. Und ich bin gespannt, was das mit deinem Körper, also deiner Optik machen wird, ohne dass du sonst viel änderst, mit deiner Fettverbrennung, mit deinem Muskelaufbau, mit deiner Gesundheit, mit deinem ganzen Wohlbefinden und deiner Lebensqualität. Hey, es gibt natürlich keine Garantie, aber in vielen Fällen ist das der Durchbruch. Also, bin sehr gespannt, wenn du es machst, schreib es mir in die Kommentare. Wenn du fertig bist, schreib es mir auch in die Kommentare. Ich bin so gespannt auf die Ergebnisse, weil für mich zum Beispiel war das einer der großen Turning Points, in dem sich alles geändert hat. Also, bis dann, herzliche Grüße, dein Vincent.